Am Morgen, jeden Morgen am Gubrist sind nur 3 von 10 Sitzen in den Autos besetzt. Das zeigt eigentlich, dass wir mit dem Platz auf der Strasse verschwenderisch umgehen. Die Digitalisierung bietet viele Chancen, wie man den Platz effizienter nutzen könnte. Einerseits indem man Mitfahrgelegenheiten kreiert, sodass eben mehr Sitze in den Autos besetzt sind, auf der anderen Seite aber auch mit dem autonomen Fahren, dass die Abstände zwischen den Autos verkürzt werden können. So könnte man viel mehr Verkehr auf der bestehenden Infrastruktur entwickeln. Leider hat der Kantonsrat für so innovative Ideen kein Gehör gehabt. Er hat gefunden, entweder wir bauen lieber neue Strassen, noch mehr Strassen, um das Problem zu lösen, oder er hat gefunden, die Technik ist sowieso blöd und darum wollen wir das nicht. Das ist sehr schade, weil für den Kanton Zürich wäre das eine grosse Chance, wie man den Verkehr könnte besser und effizienter abwickeln und auch die Umwelt davon profitieren könnte.